Seit über 30 Jahren in der Navy. Medaillen für Kampfeinsätze. Ehrenabzeichen. Der Einzige, der in den letzten 40 Jahren 3 feindliche Maschinen abgeschossen hat. Trotzdem werden sie nicht befördert. Sie wollen nicht in den Ruhestand. Und obwohl sie alles versuchen, sterben sie einfach nicht. Sie sollten mittlerweile längst 2 Sternadmiral sein. Und doch stehen Sie hier. Captain. Wieso? Eines der großen Rätsel des Lebens, Sir. Das Ende kommt unausweichlich, Maverick. Ihre Art wird aussterben. Mag sein, Sir. Aber nicht heute. Im Verlauf der Geschichte haben unsere Leute geraubt, gelogen und getötet. Und dann eines Tages wurden wir zu Edelmännern. Doch diese Erhabenheit entstand nicht aus Ritterlichkeit. Sie entstand aus Härte und Unbarmherzigkeit. Wahre Macht begründet sich nicht im Krieg. Wahre Macht ist, zu erkennen, wer der Feind ist, den man wirklich bekämpft. Und wie man ihn besiegt. Ich weiß, du willst kämpfen, aber es gibt andere Wege, deine Pflicht zu erfüllen. Komm mit. Trag dir das Geld so hier raus? Ich weiß nicht, wie ihr es sonst verpackt. Ich brauche dein Geld nicht mehr. Du hast mehr Geld im Karton, als dein Vater je verdient hat. Du willst alles für einen Drogendeal riskieren? Bald läuft alles über uns, Mo. Du setzt dir in Sicherheit völlig risikofrei. Wir haben danach 3 Millionen. Schneller, Mann! Wir können hier nicht bleiben. Wo fahren wir hin? Was ist deine letzte Erinnerung? Ich weiß nicht. Wie ist dein Name? Mo, schätze ich. So nennt er mich die ganze Zeit.
Hilft dir das auf die Sprünge? Was ist hiermit, hä? Ich bin Drogendealer? Nein, du bist ein Geldwäscher. Das Koks hier haben mir korrupten Cops geklaut, Mo. Und bevor wir es los sind, hat vielleicht mein Onkel die Idee, dass es leichter wäre, uns umzulegen, als aufzuräumen. Du warst es, der uns ihm ausgesetzt hat. Und du bringst das zu Ende. Du weißt nicht, wer ich bin? Ich fühle gar nichts. Kennst du den Kerl? Du hast maximal eine Stunde, um aufzuräumen. Wir unternehmen erst was, wenn er das Geld hat. Wenn irgendwas schief geht, werden sie dich laufen lassen. Nicht, wenn du dabei draufgehst. Die Uhr tickt. Es gibt kein Zurück. Ich fühle mich, als würde ich wegrennen. Wieso? Das Weiße Haus wurde eingenommen. Bei den Angriffen sind die meisten bekannten Wahrzeichen der britischen Hauptstadt zerstört worden. Wieso die Handschellen? Ihr gesamtes Team ist tot. Drohnen! Das sind Drohnen! Das haben Sie perfekt geplant, Mike. Sie werden des versuchten Mordes am Präsidenten der Vereinigten Staaten beschuldigt. Sehen Sie das nicht? Ich werde hier vorgeführt. Banning ist Secret Service Agent. Er kennt unsere Tricks. Wir kriegen Morddrohungen. Der Präsident ist nicht sicher. Da steckt jemand anderer dahinter. Ich war das nicht. Und ich gebe nicht auf, bis ich beweisen kann, wer das getan hat. Wie zum Teufel hast du mich gefunden? Ich brauche deine Hilfe, Dad. Du kannst dich nicht vor uns verstecken. Du brauchst mich nicht zu suchen. Ich finde dich. Willst du mich verarschen? Wir müssen loslegen. Es werden Menschen sterben, aber nicht sie. So verabschiedest du dich also von uns? Du musst lernen, auf dich selbst aufzupassen. Und auf deinen Jungen. Unseren Jungen. Was ist denn jetzt? Wir wurden rausgeworfen. Hier hat seit 20 Jahren niemand mehr geschlafen. Das war mal mein Bett. Es wird wahrscheinlich nicht länger überleben, wenn man darauf springt. Sehe ich etwa aus wie jemand, der auf einem Bett rumspringen würde? Ein wenig. Ist das eine Honigwabe? Magst du Bienen? Da sind Bienenstöcke im Garten. Möchtest du sie sehen? Verrate den Bienen deine Geheimnisse, dann fliegen sie nicht weg. Meine Mutter ist traurig. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Hey, weg da! Hey! Halt still! Verstehen, dass er niemandem davon erzählen darf. Es ist eine kleine Stadt, Jean. Ich habe sie gesehen, Mom und Dr. Markham. Ja, Gott! Wir hätten wissen müssen, was passieren könnte. Wenn du nochmal herkommst, rufe ich die Polizei. Und du wirst Charlie nie wiedersehen. Hast du das getan? Sei ein Mann! Ich will das. Ich soll also noch nicht nach Hause gehen? Nein, ich hätte dich gern noch ein bisschen bei mir. Ich habe gestern deine Schwester und Amanda getroffen. Das ist eine große Sache. Ich meine, ein Kind allein großzuziehen. Gouda!
ist los? Ich will zu Mama. Oh, David, wie kann sowas nur passieren? Ich habe eine scheiß Angst. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Rechtlich gesehen könnten sie ihr Vormund sein. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass ich mal für meine Nichte sorgen müsste. Wo ist die Zahnbürste von Mama? Das ist nicht deine Wohnung. Du hast hier nichts zu entscheiden mit den Zahnbürsten. Amanda braucht dich jetzt. Manchmal glaube ich, sie stützt mich mehr als ich sie. Da nach rechts. Halt mich sofort. Willst du denn überhaupt bei mir bleiben? Jeden Tag? Jeden Tag. Das werden wir sehen.